Okay, hello, it's the Martian. Space Jam Jardins. I want this shit forever. Wake up and smell the garden. Fresher than the harvest. Willkommen zurück hier in Divisions. Wir werden als nächstes. Alles in Ordnung? Noch einen Kampf machen. Dann noch eine Mission. Und noch einen Kampf. Und dann noch einen Kampf. Und dann haben wir auch das erste. Ja, Detail kann ich mich nicht erinnern. Da sind hier in der Ecke nicht rumgelaufen. Ich glaube, es war gesperrt noch. Das kann natürlich auch sein. Müssen wir da rein? Ja. Ja. Warnung. Sie betreten. Filterstufe 1 geht. Warnung. Kontaminierte Vorräte entdeckt. Alarm. Kontaminationsscan eingeleitet. Was macht er jetzt? Er geht in ein Juweliergeschäft. Oh mein Gott. Weißt du, was das bedeutet? Es bedeutet gar nichts. Kein erwachsener Mann geht Mittwochmorgens um 11 Uhr in ein Juweliergeschäft. Er ist nicht der Typ für eine Affäre, Alex. Warum rennst du ihm dann hinterher? Kiste, zweite. Kiste. Kiste. Weiter nach ist auch. Alarm! Kontaminationsscan eingeleitet. Leichter Rucksack. Hast du den Scan angemacht? Ich hab den angemacht, ja. Sollen wir hier hoch? Noch ich möchte die Kiste lieber jetzt, sonst kommen wir hier wieder nicht runter. West, das sieht nicht schlecht aus. Bis rechts. Wir sehen wieder clean aus. Alter. Headshot fast tot. Ja, ich mag die Mats. Problem bei den Waffen ist halt die Munition. 100 Schuss ist nicht viel. Deswegen ist das Skill mit diesem Kopfschuss, dass du eine Patrone wieder kriegst, gar nicht mehr so schlecht. Man kann es dann machen. Musst du gucken, was du dafür kaufen musst. Können wir ja gleich mal gucken. Was haben wir hier? Das Ding ist doch da unten. Ja. Einmal rumlaufen. So, Kontaminationsscan abgeschlossen. Daten auf JTF-Server geladen. Was? Easy peasy. Jetzt machen wir. Hier gibt's schon eine Mega-Kiste. Eine Mega-Kiste, ja? Eine Mega-Kiste. Mega. Eine Mega-Neger-Kiste. Ich bin zufällig Neger. Ja, das du sie zuerst öffnen. Schwere Schutzhandschuhe und Kompensator, alles blau. Ja. Schwere Schutzholster, nice. Blau und erweitertes Magazin blau. Ich habe schwere Schutzschoner und einen kleinen Laserpointer. Blau. Holster ist Agent, natürlich. Hast du Zeit? Das macht mir wir Elektronik haben nämlich ein und Problem. Macht jemand hat an den Antennen umgepusht und ich wette, du kannst aber mit Antennen das umgehen. Leben bei deinem Verstand runter, und deiner Ausbildung tust du mir den Gefallen? Nein. Oh ne, warte. Kann ich denn hier drauf? Ja, wo kommen wir wieder runter? Der schnellste Weg ist, glaube ich, hier lang. Was das hier oben, ne? Ja, du musst da runterspringen an eine Kante. Oder du läufst ganz außen rum. Na, bin ich hier hinten irgendwo runter? Nee. Du musst jetzt ganz wieder außen rumlaufen, wenn du da rumgehst.
verlassen das kontaminierte Gebiet. Also schon 2 Stunden her. Dass sie ihn zurückerobert haben. Weiß nicht, ist es der Laden, wo wir vorhin drin waren? Ja. Wahrscheinlich schon 2 Stunden her. Ja. Wir haben Zivilisten. Ich eventuell Klamotten abholen. Hallo, was? Ich hab kein Wasser. Okay. Kannst du das nehmen? Nee. Also hier waren wir auf jeden Fall schon drin, weil ich bin nach oben gelaufen, die Kiste war auf jeden Fall schon gelootet. Da ging's nach oben. Ja, da waren wir davor. Ja, Deckung wechseln für Fault. Gibt es denn auch Skills fürs Deckung wechseln? Während des Wechselns von Deckung zu Deckung 30% weniger Schaden erleiden ist und sowas. Mann, die kümmern sich einen Scheiß um uns. Zur Hölle! Das waren ja schwierige Menschen. Ja, noch ist es einfach. Können wir die Mission auf Hard stellen? Wir machen Nebenmission gerade. Milton? Wie sind bei Pokémon? Den kannst du dann die Schuhe her? Die schnell laufen Schuhe? Ja. Erst wenn du das zweite, wenn du den ersten Orden hast. Okay. Bevor du dann die Stadt verlässt, kriegst du die geschenkt. Bin ja umsonst da ganz unten gelaufen, wieder ganz zurück. Leute plänen. Das macht viel mehr Spaß, als ich dachte. Warte mal. Achtung, bitte die Granate. Wir rennen einfach durch. Knapplos. Ohne Rückkehrverlust. Scheiße, Milton, hör dir das nicht an.
Eine AK-47. Du hast sie mal eine an, das war richtig gut. Du hast alles repariert. Ich wünschte, Benny wäre auch so geschickt. Benny, ist das eine Kiste oder gab es hier keine? Hallo. Ah doch, genau, es gab eine, wenn wir hier runtergehen. Cake. Hallo Cake, hast du das Spiel auch schon? Cake hat keine Ahnung, wovon du redest. Achso, dachte er hat das jetzt auch schon, wir müssen nochmal von vorne anfangen. Destiny Child Singstar. Was? Hier ist ein Handy. 30 Euro zusammen. Ja, ich wollte eine vermisste Person melden. Es geht um meinen Bruder. Okay, Mann. Wie heißt der? Trevor. Er heißt Trevor Sloan. Wann und wo wurde er zuletzt gesehen? Wir waren, vor dem Madison Square Garden vor 2 Tagen. Er war plötzlich verschwunden und dann... Ich hab vor der Post auf ihn gewartet. 10 Euro in die Stadt. Aber er ist nicht gekommen. Ich weiß nicht, wo er ist. 10 Euro. Okay, was schlafen? Ich wechsle mal kurz meine Hose. Menschen wie Sie sagen mir, dass wir noch eine Chance haben. So, was haben wir denn jetzt hier noch? Wir haben noch 2 Kämpfe. Einen. Ein grün und ganz oben links, das gehört auch noch mit zu dem Gebiet, das ist ein blauer. Ach, da hinten. Ja, gut. Du nimmst auf. Das ist aber nicht schlimm, weil wenn wir den blauen dann gemacht haben, müssen wir eh nochmal zurück zum Camp Hudson. Milton filmt. Hallo? Hallo? Unladen. Oh, mein Grafikteil ist abgeschmiert. Ich bin gerade blind. So, und ich guck mal im Big D, du musst machen. Talente. Hallo, Grafikteil. Du musst im Sicherheitsflügel Hundestaffel erforschen. Das kostet nur 200. Das geht. Und dann kannst du den Skill, die Talente freischalten. Macht es was, wenn ich euch Joy in der Mitte einem Level. Ja, das macht ja was. Das haben wir vorhin schon ausprobiert, da waren alle Totenkopf-Menschen. Und dann mussten wir. Bloody leider sagen, ich muss von vorne anfangen. Nein, nein, mit einem Level 7 oder 8. Das kannst du machen. Ich weiß, dass sich das hochscaled. Wir sind jetzt gerade Level 6. Passt zu ihm. Also gehen wir zum Grünen oder was? Ja, zum Grünen oder zum Blauen. Gebassa. Hast du Big D als Freund? Big D als Freund? Kannst du hier bei Big D Gruppenführer ist. Den kann. Gibt's ein Echo? Eine Pause gebrauchen. Hatten wir das nicht schon? Keine Ahnung. Ja. Das hatten wir schon. Teilen Sie es sich ein, okay? Geh mal aus. Wenn das ein Witz sein soll, ist er nicht lustig. So, an dieser Stelle sage ich auch schon wieder. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch einen Daumen nach oben da. Wird nicht dann nicht und tschüss.